Herr Bürgermeister, Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren, Zuschauer auf den Tribünen im Internet. Einer der Grundwerte von uns NEOS ist die Wertschätzung. Bei der Vorbereitung habe ich mir nun überlegt, welche wertschätzende Wortmeldung ich wohl zu Beginn meiner Rede machen kann. Der Versuch, mit dem Demokratiemodell etwas Großes, etwas Visionäres zu vollziehen, war da, aber offenbar war der Sprung über den eigenen Schatten, die Bürger ins Boot zu holen, die echte Bürgerbeteiligung zu leben, nicht da. Es ist leider beim Versuch geblieben. Das Ziel war zum Greifen nah. Der Eintrag, das haben wir heute schon gehört, in die Geschichtsbücher hätten Sie sich, Herr Bürgermeister und Herr Vizebürgermeister, gewiss sein können. Geburtsväter eines echten und umfassenden Demokratiemodells. Sie hätten sich ein Denkmal setzen können. Schade. Es ist anders gekommen. Die Koalition des Proporzes, des Stillstandes und des alten Systems hat das zarte Pflänzchen einer neuen Demokratiebewegung, und das sage ich jetzt ganz deutlich, aus bloßer Angst vor Macht- und Kontrollverlust zertreten. Das Verhalten dieser beiden ehemaligen großen Parteien, die heute nur mehr ein Schatten ihrer selbst sind, zeigt uns NEOS deutlich, welches Demokratieverhältnis in der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und der Österreichischen Volkspartei vorhanden ist. Das Verständnis lautet klar, entweder ihr seid für mich oder ihr seid gegen mich. Eine logische Erklärung, warum gerade die SPÖ ihren ehemaligen Amtsbericht heute versenkt, habe ich nicht. Das Fehlen von rationalen Erklärungen gibt Platz für Spekulationen. Die SPÖ, und das habe ich bereits erwähnt, und der Bürgermeister fürchten sich offenbar ganz fürchterlich vor Macht- und Kontrollverlust. Herr Bürgermeister, das macht Sie und Ihre SPÖ und nicht andere Parteien, so wie Sie es heute in den SN schreiben, unberechenbar. Somit geht die ÖVP heute scheinbar kurzfristig als Sieger vom Platz. Schlussendlich hat sie sich ja durchgesetzt. Alles bleibt wertkonservativ, wie es ist. Die ÖVP blockiert und die unberechenbare SPÖ macht brav die politische Räuberleiter. Unverständlich bleibt für mich, warum lässt sich die ÖVP, die SPÖ immer wieder von der ÖVP über den Tisch ziehen. Scheinbar gibt es einen österreichischen parteiinternen Wettbewerb, wer schneller umfällt und wer sich eleganter über den Tisch ziehen lässt. Wenn ja, so gratuliere ich der SPÖ. Sie haben heute gewonnen. Langfristig gewinnen werden aber die Bürger und die Bürgerinitiativen. Sie werden die Sieger sein. Das Verhalten von ÖVP und SPÖ wird zu einer Reaktion bei den Bürgerinnen und Bürgern führen. Schauen Sie sich die letzte Gemeinderatswahl an. Mit oder ohne der von Ihnen propagierten Abkühlphase, das System wackelt. Und die Bürgerinnen und Bürger werden den längeren Atem haben. Und das ist für uns NEOS gut so. Abschließend appelliere ich an die einfachen Gemeinderäte, an die einfachen Kolleginnen und Kollegen der ÖVP. Haben Sie heute den Mut, zeigen Sie die Courage und geben Sie den Bürgern Ihr ausgearbeitetes Demokratiemodell zurück. Danke.